So, meine Damen und Herren, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, und zwar zu The Last of Us. Ich habe das Ganze schon mal durchgespielt, vor 5 Jahren, in der Infokarte, wenn ich auf YouTube hochlade, dann gibt es da ja eine Verknüpfung, falls man gucken will, was sich so in diesen 5 Jahren getan hat. Wir werden beide Teile spielen, The Last of Us und Left Behind, aber wir fangen natürlich mit dem Teil hier an, gar keine Frage. Dann, ja, ist ein Live-Let's Play, das heißt, ist auf Twitch gestreamt und dann habe ich nachträglich da Folgen draus gemacht auf YouTube für alle, die dies verpasst haben und sagen, hey, ich möchte es aber trotzdem nachträglich noch gucken. So, wir machen leicht, normal, schwer, überlebender oder erbarmungslos. Da lasse ich jetzt mal einen Chat kurz entscheiden. Ich persönlich bin für schwer, weil ich so ein Gemix zwischen schönen Story, aber trotzdem ein bisschen, dass es ein bisschen schwierig sein soll, durchspielen möchte. Schwer, schwer, safe. Daran merkt man auch, wenn man es auf YouTube guckt, das ist ein Live-Let's Play. Ich werde aber vorlesen. Also wenn Fragen im Chat auftauchen, dann werde ich sie natürlich vorlesen, wie man das von anderen Live-Let's Plays gewohnt ist. Schwer, erbarmungslos mit einem Kappa. Schwer, schwer, schwer. Okay, schwer, definitiv schwer. Let's go. Ja, irgendeinen Speicherstand nehmen. Los geht's. Dankeschön für die Spende. Dankeschön für den Sub. Dankeschön für den zweiten Sub. Mann, die Ladesequenz ist aber lange. Das schneide ich vielleicht zusammen. Wenn ich es nicht vergesse. Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Schon die Musik. Was ist denn da los?
So. Also. Controllersteuerung, schon ein bisschen länger her. Dad? Okay, ich kenne mein eigenes Haushalt nicht, ne? Hohe Aufnahmezahlungen der örtlichen Krankenhäuser, Anstieg um 300% aufgrund von mysteriösem Infekt. Worum es da wohl geht. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Fängt ja gut an. Daddy? Er müsste eigentlich da sein. Hoffen wir es. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Okay. Das ist relativ Dad? Nah. Los, los! Cool. Ja, gut. Der Nachbarsohn ist laut. Oh. Sein Telefon. Oh. Warte. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Also er kommt hierher, Tommy. Gut, der Nachbarshund ist... Gut. Ich höre was atmen. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jim, ich erschreck mich jetzt mal. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein! Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Ja. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Ja. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Dude! Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein.
Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Das Problem ist, sie haben genauso wenig Ahnung wie sie, ne? Im Prinzip. Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Es wirkt herzlos, aber... Ich hab mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Die können ja helfen. Oh shit. Oh mein Gott. Tommy, scheiße. Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier. Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Ich würde halt nicht in die Richtung fahren, von da, wo sie gerannt kommen. Mann. Okay. Daddy? Hey. Shit. Zurück, Kleines. Zurück. Let's go. Wo ist eigentlich seine Knarre? Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schwer? Nicht wir müssen jetzt rennen. Deckung. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Er ist tot. Ich hab Angst. Mach die Augen zu, Kleines. Okay. Wohin? Da nicht. Wir laufen einfach ihm nach. Er hat eine Knarre in der Hand, das ist immer gut. Nicht hinsehen, Sarah. Weg. Boah, der Arme. Ich bring dich hier raus. Boah, die anderen Menschen, die ganze Zeit in mich reinlaufen, die triggern mich gerade total. Das ist nicht gut. Los! Du, das macht gut. Oh. Ich weiß, ich sehe den da vorne halt. Nimm mal mit der Knarre hier, bitte. Hallo? Okay. Cool. Er ist tot. Verdammt. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Wir kommen durch den Zaun. Lauf weiter. Macht, dass ihr wegkommt. Oh, ne. Komm schon. Tot. Ja, ich bin dran. Bewegung! Los zum Highway!
Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Es ist so übel, dass wir einfach alle liegen lassen müssen. Nein! Wir laufen einfach. Oh shit. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich... Diese Stelle. Jedes Mal wieder. Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Ja, so habe ich ihn in Erinnerung. Ich komme. Alt und ein bisschen griesgrämig. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber
keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern.